Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forest Village. Wir warten noch auf die letzten Momente, bis die Expedition zu Ende ist. Wir haben unsere Arbeiter von den Feldern und aus den Obstgärten, Sammlerhütten etc. zurückgezogen, wo es keinen Sinn mehr macht. Hier haben wir noch welche eingestellt, weil die können die Bäume, glaube ich, schon pflanzen. Ne? Wenn wir das hier unten richtig gesehen haben, das konnten die auch schon bei Frost machen. Ich glaube, das sollte soweit kein Problem sein. Ich denke, es gibt nur ein Problem mit der Ernte, deswegen ist da dieses Schneeflockensymbol. Ich war am Überlegen, ob ich hier noch eine Schule hinplatziere. Hier irgendwo. Da hinten haben wir ja eine. Aber da passen ja auch nur 10 Leute rein, ne? Jetzt sind hier gerade 2 von 10 drin. Es wären auch nur 2, die in die Schule gehen können. Alles klar. Gut, nee, dann brauchen wir das, glaube ich, nicht. Ich denke, der Weg ist jetzt nicht so relevant, ne? Ich mache mal nicht 10-fache Geschwindigkeit. 5-fache reicht, glaube ich. Wir müssen sonst eh eigentlich nur warten, ne? Warten, dass die hier noch die Bäckerei fertig bauen, der Brunnen ist fertig geworden, das Haus ist fertig. Eigentlich ist soweit alles gut. Dieser Schneesturm, ne? Man sieht da nichts bei. Das finde ich echt ein bisschen schrecklich. Winter, ich weiß gar nicht mehr, wie lange dieser Winter noch andauert. Baby wurde geboren. Ja, jetzt kriegen wir Nachwuchs. Jetzt kriegen wir Nachwuchs, sehr viele Babys, das heißt viel Nahrung, die wir brauchen. Wenig Jugendliche. Gut, aus denen werden irgendwann Jugendliche und fertig. Bauen die hier noch weiter? Ja, eigentlich sollten die hier weiter bauen, aber irgendwie tun sie es nicht. Aus welchem Grund auch immer. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir natürlich noch 2 Leute dann abstellen müssen, wieder für die Bäckerei, die wir hier oben fertig bauen. Da wollten wir ja nochmal was anderes bauen. Ne? Ich glaube, eine Fleischpastete wäre ganz gut. Wenn unsere Expedition nämlich wiederkommt, bekommen wir ja, glaube ich, Tiere, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie wir das mit den Tieren dann machen können, ne? Wir können hier eigentlich nur einen Hühnerstall bauen. Habe ich mir nämlich noch nie angeguckt. Hier kann ich halt nur Huhn auswählen, ne? Hier kann ich sagen, ein Tier töten. Aber ich kann hier kein anderes Tier reinsetzen. Ich weiß es noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Pflanzen die jetzt die Bäume? Nö, tun sie nicht. Ah, ist dann doch wohl zu kalt. Okay, dann ziehen wir die hier raus. Aus der Plantage. Das müssen die ja nicht machen, ne? Da müssen die hier gar nicht rumeiern und nichts tun. Sondern das machen wir mal so. Ich war, wie gesagt, am Überlegen, hier hinten eventuell unseren Bergfried zu bauen. Das machen wir aber auch erst wieder, wenn es sommerlich wird. Die ist leer. Hier ist leer. Das sieht aus wie leer. Sehr cool. Dann können wir den Steinbruch abreißen. Das machen wir mal eben. Und dann haben wir hier ja auch Platz nochmal für ein Haus oder so, ne? Was wir da auch immer dann hinsetzen wollen. Ich möchte jetzt nicht verpassen, wie das Schiff in den Hafen fährt. Ich habe schon das Ablegen verpasst. Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Honig müssen wir definitiv noch ein bisschen was machen. Wenn wir so viele Bürger haben, dann wird das echt knapp. Vielleicht hier nochmal irgendwie eine Bienenzucht rein oder so. Gucken, ob das hier, warte mal, kann ja jetzt auch mal eben gucken. Passt die hier rein? Nicht genügend Platz. Ne, ist nicht breit genug. Müsste einen höher sein, okay? Dann passt die hier nicht rein. Hier vor wird die wahrscheinlich auch nicht passen, oder? Doch so würde es gehen. Aber es wäre alles so gequetscht, ne? Da habe ich auch keinen Bock drauf. So richtig gequetscht will ich das nicht haben. Hm. Vielleicht setzen wir uns die Bienenzucht hier hinten hin. Was wir hier so sagen. Kann hier nicht bauen. Okay, gut, wir müssen hier vorher eh planieren. Das machen wir mal eben. Wir geben dann mal eben den Bauauftrag, dass die das hier schön gerade ziehen. Von hier hinten aus. Boah. Uiuiuiui, das wird mir nicht gefallen. Das wird mir nicht gefallen. Guck dir das mal an. Das ist ja ein Riesenknick. Vielleicht machen wir den länger. Oh, warte mal. Jetzt bin ich einen zu tief, ne? Das wollten wir eigentlich von hier oben machen. So. So
geht's. Alles klar. So machen wir das. Das sah immer noch scheiße aus hier, die Ecke. Habt ihr ja gerade selber gesehen. Aber es war immer noch okay. Es war immer noch okay. So haben wir immer noch ein paar Leute über. Stellen wir hier nochmal zwei mehr fürs Bauen ein. Wieso kommen die denn hier nicht hin und bauen fertig? Bauvorschritt. Doch, tun sie wohl. Naja, gut. Zieht sich ein bisschen, aber dafür ist der Winter halt eigentlich auch geeignet, ne? Der Winter ist dafür da, um zu bauen, aber die laufen halt auch so weite Strecken immer, ne? Oh, denen ist zu kalt? Wie kann das denn sein? Ja, die haben kein Feuerholz. Haben wir hier denn Feuerholz? Ja. Wieso trägt da keiner was rüber? Kohle. Ja, ist klar, dass die Kohle bevorzugen, ne? Vielleicht, warte mal, andere, noch eine Idee. Noch eine Idee mehr, was wir machen. Ich habe nochmal kurz pausiert. Ich werde hier unten, hier, glaube ich, noch so einen Köhler hinbauen, ne? Dass wir die Kohle kriegen. Wo war der nochmal? Wo war denn nochmal unser Köhler? Der war doch irgendwo... War der nicht in diesen Burggebäuden drin? Ja, hier sind auch die Burggebäude. Das ist der Scheiterhaufen. Das weiß ich auch. Das ist eine Gruft. War das hier bei Ressourcen? Nee, das ist Lagerhaus und Scheune, Wochenmarkt, Karawanenstall. Ja, so ein Karawanengebäude wollten wir uns ja auch noch bauen, ne? Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen verwirrt, ne? So wie fast, also bin ich ja sonst eigentlich nie. Kennt man ja gar nicht von mir, ne? Dass ich nicht weiß, wo die Sachen hier sind. Hä? Ich übersehe den wahrscheinlich nur wieder, so wie sonst auch immer. Das sind Tabletten. Ach, hier war er, genau. Hier ist der Brennofen und der Rennofen. Der Brennofen war doch Kohle, ne? Muss ich nochmal eben kurz nachgucken, nicht, dass ich jetzt die falschen Sachen baue. Alles klar, der Brennofen war für Kohle. Vielleicht packen wir uns hier nochmal einen Brennofen hin. Das wird doch passen sogar. Hier? Steht er nicht im Weg? Komm, so. Zack. Einen hingesetzt. Super. Weil dann kriegen wir nämlich hier auch die Ressourcen, die wir brauchen. Weil dann können die direkt rüberbringen, ne? Müssen wir natürlich nur noch mal einen mehr für einstellen. Für die Schmelzerei könnten wir auch noch mal einen mehr reinstecken, ne? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Stecke ich da jetzt schon einen rein? Nee, eigentlich nicht. Also später wird halt das für den Köhler wird es halt wichtig, dass wir da die Kohle dann wirklich rausbekommen. Eventuell setzen wir uns hier hinten noch mal eine Kneipe hin oder so. Bienenstall möchte ich gerne haben. Hier eventuell eine Farm nochmal, wenn wir die Tiere kriegen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ob wir da ein leeres Gebäude setzen müssen und... also so ein Farmplatz und dann können wir da einfach Tiere reinsetzen, dass wir dann sagen, so jetzt geht ihr darüber und das Hühnchen läuft dann quasi weg. Weißt du? Dass wir das vorher schlachten müssen oder so, werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und wenn wir dann wissen, wie viel Platz wir haben, können wir uns hier auch nochmal irgendwo eine Bienenzucht hin platzieren. Hier haben sie es jetzt fertig. Hier kommt halt keiner mehr rauf und runter, ne? Siehst du das? Ist halt scheiße, ne? Jetzt muss ich das anschrägen. Haben wir ja sonst auch immer so gemacht. Richtig geil geht das nicht, ne? Wahrscheinlich weiter reinziehen, ne? Er muss gar nicht weiter rein. Einfach nur höher gezogen werden. Muss man das in mehreren Schritten machen? Das ist ja echt nervig, ne? Das stört mich gerade wirklich ein bisschen. So. Aber dann machen wir das jetzt erstmal so. Sollen die das so ein bisschen begradigen, in der Hoffnung, dass die Leute hier rein und rauslaufen? Ich weiß eh nicht, wo der Eingang hinkommt, also davon mal ganz abgesehen, weiß ich wirklich nicht, wo die dann laufen wollen. Kannst du da jetzt hochlaufen? Ne, musst immer noch außen rumlaufen. Schaffe eine planierte Schräge. Oh.
Magst du hier das auch nochmal anschrägen? Wisst ihr, was ich jetzt erstmal setze? Das Bienenhaus. Und dann sehe ich auch, wo die Eingänge sind. Und wenn wir die Eingänge haben... war das ein Riesenteil, wie ich das wollte, ne? Das ist echt... Bisschen sehr groß, oder? Aber wobei, geht noch, ne? 20 auf 14. Da kann ich nicht bauen. Hier finde ich das eigentlich okay. So, und jetzt drehen wir mal ganz kurz. Ist da der Eingang? Ja, hier unten ist okay. Machen wir so. Dann kommt hier ein riesen Bienenhaus hin. Hier könnten wir noch ein normales Haus dann vielleicht hinsetzen. Später. Also wir müssen hier natürlich wieder was planieren. Wie soll es auch anders sein? Ah ne, guck mal, hier könnten wir das Haus so hinsetzen. Okay. Das wäre eigentlich akzeptabel. So. Stellt sich mir immer nur die Frage, wie kommt Winterende? Die Expedition müsste wiederkommen. Ich habe da jetzt ein Haus hingesetzt, ne? Da müssen wir nachher mal gucken, wie das dann aussieht. Es muss auch nicht alles 100% gerade sein. Wenn das alles so extrem gerade ist, dann ist das eh bescheiden. Weil wenn das zu gerade ist, das sieht halt heftig unnatürlich aus, ne? Bäckerei wurde fertiggestellt. Okay, dann gucken wir jetzt hier und machen da direkt die Fleischpastete. Die will ich da wohl drin haben. Fleischpastete. Dafür brauchen wir Mehl, Fleisch und Wasser. Ist eigentlich alles kein Problem, machen wir okay. Nehmen mal zwei aus dem Bauen raus und stecken mal zwei in die Bäckerei rein. So. Haben wir das belegt? Ernährung ist halt wirklich echt wichtig. Bauarbeiter, wir haben immer noch 6,7 von 10 haben wir jetzt da drin. Alles gut. So, Expedition müsst ihr doch jetzt gleich... Ach, dauert noch ein bisschen. Ein bisschen brauchst du noch, bis sie da ist. In der Zeit müssen wir eh warten, bis die Gebäude fertig gebaut werden. Die Leute haben hier echt was zu tun. Eventuell nochmal ein Erzlager bauen, ne? Ah, endlich! Es hat aufgehört zu schneien! Das ist ja unglaublich! Also damit hätte ich jetzt langsam nicht mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, von wo kommt unsere Expedition? Oder taucht das Schiff dann einfach hier wieder? Oh, jetzt wird's neblig, oder? Nicht, dass das Schiff hier einfach aufploppt. Ich hoffe, das kommt halt hier auch reingefahren, wie ich mir das vorstelle. Ne, es ploppt einfach auf. Schade, weißt du, ich dachte halt wirklich, ist auch cool, man sieht das so anfahren und fährt hier rein. Das war ja mit den Wikinger-Angriffen in der letzten Staffel genauso. War halt schon geil irgendwie, ne? So, jetzt haben wir hier irgendwo Tiere, oder? Haben wir jetzt Tiere oder haben wir jetzt keine Tiere? Die Expedition wurde erfolgreich abgeschlossen. Neue Ressourcen wurden... entdeckt. Rinder. Ach, und jetzt kann ich wahrscheinlich sagen... Warte mal. Huhn? Moment. Kann ich jetzt hier eine Rinderfarm bauen? Geil! Eine Weide! Sau cool! So läuft das. Das ist richtig geil. Okay, ich ziehe mir jetzt hier neben eine Weide rein. Hier. So, weil den Jäger... Den lasse ich eh hier, wegen den wilden Tieren. Aber die Weide, dachte ich mir, ziehe ich hier so neben. Die kann auch ruhig ein bisschen größer sein. So vielleicht... Das sieht doch gut aus, oder? Schön große Weide am Wasser gelegen. Muss man ganz kurz gucken, wie weit wir hier runter können. So, das ist doch eigentlich eine schöne Weide, oder? Komm, so machen wir das. Oh, richtig cool. Also das freut mich gerade wirklich mega, dass wir hier so eine richtig schicke Weide noch hinplatziert kriegen. Hier unten wird die Bienenzucht fertiggestellt. Boah, das sieht so kacke aus, ne? Das hier. Ja gut, das ist halt dieses Terraforming, ne? Ich weiß nicht, ob es da eine Mod für gibt oder ob ihr das vielleicht wisst, dass man die Kanten schöner anschrägen kann. Das fände ich vielleicht noch ganz cool zu wissen. Wir müssen eh, wenn der Frühling beginnt, also wenn die Temperatur von minus Richtung 0 geht, müssen wir eh die Leute aus dem Bauen rausziehen. Und dann müssen wir sagen, so, jetzt geht ihr bitte wieder auf die Felder. Hier haben wir ja Flachs drin. Wir haben einfach so viele Kartoffeln, ne? Vielleicht sollte ich mal Kartoffeln handeln. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, ne? Also wir könnten nochmal eine Expedition losschicken. Dann finden wir natürlich noch andere Ressourcen, ne?
können hier nochmal sagen, wir suchen hier nochmal. Aber für die Felder, das finde ich vielleicht ganz cool, ne? Aber immer Gemüsepastete, Fleischpastete und Fischauflauf. Und da müssen wir natürlich dann handeln. Sachen sind immer noch vorhanden. Außer das Werkzeug, okay. Ja, Werkzeug nicht, weil wir kein Eisen haben, ne? Also Eisen, das dauert aber auch wirklich lange abzubauen, ne? So, jetzt ist 0 Grad, es wird warm. Das heißt, wir ziehen hier leider die Bauarbeiter ab, oder? Wie weit bist du denn mit dem Stall? Fast fertig, ne? Ich glaube, den lasse ich noch eben fertig bauen. Und dann ziehe ich direkt die Leute in die Weide. Und zur Obstplantage. Echt, jetzt gehst du weg? Okay, komm, dann ziehe ich die alle ab. So, 6 Leute runter. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal... Ich glaube, das eine Feld pausiere ich. Das hier setze ich auf Pause. Weil wir wirklich genug Gemüse haben. Und setze dann nur 3 rein, weil wir brauchen ja eigentlich nur 3 für Flachs. Weil wir brauchen nämlich auch 5 für die Felder. Den Schneider kann ich wieder rausziehen. So, jetzt haben wir die Obstplantagen hier voll besetzt. Also die Gemüse und, oder die beiden Gemüseplantagen, eher gesagt, hier kommen ja auch Äpfel raus. Also die Obstplantagen, Gemüseplantagen, ja. Kartoffeln an den Bäumen. Und wir brauchen noch jemanden für den Ofen, wenn er fertig wäre. Ist nicht fertig. Ich muss das mal eben organisatorisch mal alles nachgucken, ne? Dass das so ein bisschen funktioniert. Wir haben jetzt noch keine für die Sammlerhütten. Und auch nur 2 in den Feldern. Aber das ist okay. 2 in den Feldern ist erstmal okay. Die Bäcker will ich besetzt haben. Das will ich besetzt haben. Hier hinten ist unser Haus. Da werden die wahrscheinlich von hier aus laufen, ne? Ich ziehe hier schon mal den Feldweg lang. Nur damit wir für uns die Wege sehen, ne? So. Und wie kommst du denn... Passt das nicht? Hier könnte ich den setzen, aber da geht nicht wegen der Anhöhe. Kommen die denn überhaupt ins Haus rein? Aber das sagt nicht von hier hinten, oder? Man sagt nicht, die müssen von hier hinten reinlaufen. Okay, die müssen eh irgendwie von hier hinten laufen. Ich mach das mal so. Nein. Genauso wollte ich es eigentlich nicht haben. Aber gut. Ist okay soweit. Dann gehst du hier runter, bitte. Und dann läufst du hier hinten nochmal lang. Hätte er den Klick aktiviert oder genommen. So, komm. So passt es ungefähr. Dann können die ein bisschen schneller laufen. Ja, die Bäume werden jetzt gepflanzt. Auf unserer kleinen Obstplantage. Ja, sehr cool. Ist noch zu kalt. Noch ist zu kalt, sagen sie hier. Wieso eigentlich auch? Die haben doch immer eine Temperatur von... Weiß ich gar nicht. Wird nicht angezeigt. Sollte aber eigentlich reichen, ne? 8 Jäger. Also Fleisch haben wir gut, ne? Kommst du klar mit Ressourcen? Ja. Wir bräuchten nochmal wann wieder welche, die hier unser Getreide mahlen, ne? Oh, guck mal. Warte mal. Das hätten wir auch einstellen können, ne? Weizen hätten wir auch mal wieder anmachen können, wenn wir jetzt noch mehr brauchen, wenn wir so viel backen. Ah, schwierig. Okay, ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Leute, die arbeitswillig sind, aber wir kriegen ja den Nachwuchs, ne? Wir kriegen ja den Nachwuchs. Somit ist es dann okay. Noch kommen wir hin und wir könnten auch zur Not, wie gesagt, was handeln, ne? Also wenn wir nachher noch die ganzen Ressourcen wieder kriegen, wir haben relativ gut Fleisch, das ist schon mal wichtig. Warme Klamotten haben wir auch genug. Nahrung wird jetzt auch in Hülle und Fülle hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie rentabel dieser Jäger noch ist, weil wir haben ja alles zugebaut. Oh, geht. Hat ein bisschen abgenommen hier hinten. Aber das ist okay. So, und jetzt was macht ihr hier denn? Äpfel. Da werde ich dann wahrscheinlich durch Expedition auch andere Sachen finden. 3150. Das ist ja mal sau viel. 3150 Gemüse. Doch, das fände ich cool. Das finde ich wirklich cool. Und wir brauchen halt wirklich mehr Leute, weil die gerade irgendwie war ja letzte Folge so ein bisschen rumgemecker wegen...
dem Ressourcenlimit. Ich meine, ich kann das immer wieder weiter erhöhen, ne? Dass ich hier sage, komm, hier mehr, da mehr. Das ist ja mal dann die Summe, ne? Von den Sachen. Hier haben wir das ja auch gesagt. Aber das ist okay. Das ist soweit alles okay. Werden wir ein bisschen vorspulen, weil wir haben jetzt alles eingestellt soweit. Wir müssten halt warten, bis wir wieder mehr Arbeiter haben. Aber in der Zeit können wir uns hier nochmal schön die Farm angucken. Im Winter bauen wir dann unsere Rinderzucht fertig und die letzten angestellten Gebäude werden natürlich auch angeschmissen. Ja, sehr cool. Also es freut mich wirklich. Jetzt ziehen wir hier noch einen Weg auch lang. Das finde ich auch noch relativ wichtig, wenn ich wüsste, wo die genau langlaufen. Also ich ziehe hier erstmal einen Weg hoch, der nicht geht. Ah, grob, ne? Dann haben wir da halt noch eine kleine Lücke, aber das ist okay. So. Und dann ziehen wir noch einen Weg hier oben wieder lang. Kommen wir hier durch? So, und gehst bitte auch hier dann so hin. Sehr schön. Dekorationen haben wir auch leider nicht fertig, ne? Nix, noch nichts dekoriert. Aber gut. Das muss erstmal alles wachsen, ne? Ist eigentlich relativ zügig, ne? Schnell wachsend, ja. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die länger brauchen zum Wachsen. Ob die eine oder zwei Saisons brauchen und danach nur noch geerntet werden müssen? Oder ist das so wie auf dem normalen Feld? Ich meine, gut, ich werde es sehen. Ich werde es ja sehen. Ist älter geworden und kann mit der Schule beginnen. Guck mal, jetzt haben wir 6 Schüler. Sind auch alle dann da wahrscheinlich drin, ne? In der Schule hier. 5. Na. Also. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär reingelaufen in die Schule. Warte mal. Finden wir doch wieder, oder? Guck mal, da sitzen, da stehen die wirklich drin rum und machen Unterricht. Guck, über den menschlichen Körper, die Anatomie, das ist doch mal was Interessantes. Siehst du da, der Bär, der sucht Stress, der sucht Streit. Und deswegen braucht man halt einen Jäger in der Stadt. Ne? Die sind vielleicht nicht so, dass die wirklich super viel bringen, aber die kümmern sich halt um so einen Kram, ne? Wie die Tiere. Nächste Expedition planen macht, glaube ich, wenig Sinn. Dafür müssten wir vorher auch nochmal wirklich, wie gesagt, Leute kriegen, die dann sagen, wir machen nochmal Kleidung etc. etc. Das finde ich wirklich gut, ne? Also von den Eiern her, das läuft bei uns. Honig wird dann demnächst auch wieder mehr boomen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir dann dafür einstellen müssen, ne? Wir haben jetzt schon, ich glaube, 2, ne? Warte mal, wo war das hier da? 2. Ah, das heißt, 3 brauchen wir mindestens, ne, um die Bienenzucht zu betreiben. Dann brauchen wir hier aber keine mehr und da auch nicht mehr. Aber wir sparen immer, wir schieben immer so ein bisschen hin und her, ne. Aber wir sehen ja, 78 haben wir und 116 könnten wir mit Arbeitsplätzen voll besetzen. Puh, das ist eine Ansage, ne. Das ist wirklich eine Ansage. Wo holt ihr euch denn Wasser her? Darf ich das mal fragen? Aus dem Brunnen hier? Weil da unten holen die sich das ja nicht her. Warte mal, ich werde hier nochmal einen Brunnen hinsetzen. Mal hier hin. Hier vor geht nicht. Auf dem Weg finde ich doof. Ich kann den auch hier hinsetzen, oder? Weil für die Rinderzucht brauchen wir eh einen Brunnen. Komm, ich ziehe den hier in die Ecke. Hier hin. Dann haben die nicht die weitesten Laufwege. Natürlich noch mehr Leute, die bauen müssen, ne? Noch mehr Bauaufträge, aber ich habe das Gefühl, die kriegen hier kein Wasser dran, oder? Oder holen die jetzt auch Wasser? Da müssen wir mal drauf achten. Gerade hat es ja geregnet. Was ist da? Kind während der Geburt gestorben. Oha. Nicht schön. Na, ich glaube, die können sich kein Wasser holen. Ich glaube, das ist nicht in reichbarer Nähe. Doch. Okay, doch. Doch, doch, doch. Ja, alles klar. Gut, doch, sie holen doch Wasser. Wäre aber halt schöner, wenn wir das hier fertig haben, ne? Weil jetzt laufen die immer bis nach hier ganz hinten und holen sich quasi hier Wasser her.
Wenn wir das dann hier haben, ist besser, ne? Das brauchen wir ja eh für die Farm. Sehr geil. So kommen wir doch auf den grünen Zweig. Hahaha, bei der Apfelplantage. Okay. Die ackern hier, ne? Die arbeiten sich echt einen Wolf. Aber das finde ich cool, mit der Expedition neue Sachen zu erforschen. Ich wusste nicht, dass das so ist. Ich dachte, die würden die Tiere dann quasi mitbringen. Kann ja auch sein, dass das so im Spiel sein soll. Aber weißt du, dass wir die quasi erhandelt haben, dann haben wir da irgendwie, ich sag mal, 4 Ochsen oder sowas drin und 3 Kühe. Und dann müssen wir sagen, hier auf die Farm. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber so finde ich das angenehmer. Also wenn man so die Sachen findet. Wir könnten dann wirklich mal gucken, dass wir sagen, hier für die Plantagen, wir machen mal was anderes außer Äpfel. Oder wir sagen hier, dass wir vielleicht nochmal das ein oder andere finden für die Felder. Das finde ich vielleicht auch noch ganz interessant. Die Eier werden knapp. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich nicht. Bei der Menge, die wir hier haben, wo ist denn hier der Eingang? Hier ganz hinten, ne? Ich werde da auch mal eben Feldweg schon mal rüberbauen. So. Muss ja gemacht werden, ne? Muss ja gemacht werden. Okay, die laufen hier lang. Egal, dann ziehe ich hier auch einen Feldweg durch, den ich da nicht lang ziehen kann. Ziehe ich den hier lang? Das sieht immer so doof aus an der Kante, ne? Na gut, so geht's noch. Alles Sachen, die nächstes Mal fertig gebaut werden müssen. So, sind die überhaupt ertragreich? Nö, ne? Die sind dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht ertragreich hier im Garten. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, da habe ich mich so drauf gefreut, dass wir hier so richtig was rausholen und dann, klar, gut, die Bäume müssen halt erst wachsen, ne? Was habe ich auch erwartet. Stell dir mal vor, wir bauen die ganze Insel voll. Ich meine, bitte, wie willst du die denn? Also, das fände ich ein bisschen sehr krass, ne? Also da müssten wir halt viel weiter gefächert bauen. Aber ich glaube, upsa, jetzt wird gerade fies gespeichert. Ich glaube, wenn wir sagen, hier oben, ah, hier wäre eine Burg geil, ne? Hier so richtig weit oben. Aber da ist der Weg einfach zu weit, ne? Bis sie hier oben sind. Aber hier war eigentlich ganz cool, ne? Hier oben die Burg. Hier wollten wir die Burg irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich die haben wollte. Doch, hier, da. Hier war das, meine ich. Dass wir sagen, hier wollten wir die Eselzucht haben und die Burg, ne? Oder? Oder bin ich jetzt gerade falsch? Ne, die passte doch irgendwo hier. War das nicht hier? Hier hinten. Genau, hier passte die Eselzucht hin. Da könnte man dann ja auch von hinten hinlaufen. So, und dann wollten wir hier ja irgendwo einen Bergfried bauen, ne? Wachturm, Steinturm, Bergfried ist hier drin gewesen, ne? Oder? Gruft. Burgmauer, Burgtor, Stein, blub, blub, Wachturm, da. Der Bergfried. Siehst du, den könnten wir hier oben schön auf die Klippe setzen. Ist irgendwie nicht hoch genug, ne? Es ist irgendwie nicht ganz so hoch, wie ich mir das wohl hoffe. Oder erhofft habe. Hier so ist. Hier wäre auch okay, aber hier haben halt die ganzen Sammlerhütten und so. Hier ist die Farm. Ich gucke gerade nur noch mal eben so grob durch. Hier fände ich halt wirklich am geilsten, ne? Weißt du, so hoch, hoch auf dem Berg gelegen. Hat irgendwie was, ne? Wenn man die dann hier oben hinsetzen würde, den Bergfried. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber hier ist eigentlich auch schön. Soll ich den einfach mal hier hinsetzen? Ich muss mal eben ganz kurz ranzoomen. Gibt es hier... Eingang ist hier. Hat wahrscheinlich von allen Seiten... Nee, hat er nicht. Hat nur einen Eingang. Wie sieht das denn hier hinten aus mit dem Aufgang? Müssten hier langlaufen, dann hier. Und dann würden die hier hinten hochkommen. Das heißt, den Eingang müsste ich dann geschickterweise... nach oben setzen, so. Ich gucke nochmal eben, wo ich den platzieren könnte. Hier. So, was? Ich setze den hier schon mal hin. So, geil. Dann haben wir jetzt da den Bergfried stehen, mit dem Eingang nach da. Dann könnten wir natürlich noch Mauern drum ziehen und so ein Kram, so ein bisschen optischen Schnickschnack machen.
Und wenn wir hier nämlich den Bergfried haben, der nach dahin rausguckt, dann müssten wir hier hinten immer noch die Eselzucht hinsetzen können, ne? Da, okay, gut. Die könnten wir prinzipiell neben den Bergfried setzen, hier. Hier irgendwo. So, ich guck noch mal eben. Mach mal ein bisschen langsamer. Nicht, dass wir den ganzen Sommer jetzt verpennen. Ich möchte das naturgegeben lassen, deswegen setzen wir hier die Eselzucht hin. Das ist alles ein bisschen erhöht. Und jetzt können wir hier, ich baue einfach mal die ganzen Gebäude. Ich setze es erstmal im Bau und dann gucken wir mal, was daraus so wird, ne? Eine Burgscheune bräuchten wir auch noch. Und was bräuchten wir noch? Einen Burgschmied. Einen Marktplatz haben wir schon, aber einen Burgschmied brauchen wir natürlich auch. Na, irgendwo hier passt der gerade da. So, und dann setzen wir uns hier hinten nochmal die Scheune hin. So. Und jetzt lese ich mal ganz kurz der Bergfried. Ich weiß gar nicht genau, was der bringt, ne? Ob das nur rein dekorativ ist, weiß ich nicht. So, und da könnten wir jetzt natürlich sagen, wir setzen hier jetzt Mauern drum, ne? Wir könnten jetzt sagen, wir setzen hier... Oh, Satan, sind das breite Mauern. Ne? Wir setzen hier so eine... Upskiddy. Ne? Oh, die ist aber klein. Die ist ja wirklich mini, die Mauer. Von der Höhe her jetzt, ne? Aber wir setzen uns hier Mauern drum. Ne? Dass wir sagen, so, zack, einmal drumherum. Wie auch immer, dann hier so ein schönes Tor noch rein. Ich denke, dass wir das wieder in Einzelstücken bauen müssten. Aber wenn wir die Gebäude fertig haben und die anderen da hinten, wir haben 20 Leute, die wir brauchen jetzt. Aber es passiert viel. Viel Gemache, viel Getue, viele Kleinigkeiten, ne, viele Aufträge und. Aber wir kommen doch echt richtig gut voran. Also da kann man ja sagen, was man will. Aber das läuft wohl. Kinder gehen zur Schule, für Nachwuchs wird gesorgt, die Ressourcen werden schon von A nach B getragen, damit quasi direkt gebaut werden kann, wenn es vorhanden ist, ne. Wobei der Bergfried, der war, glaube ich, auch so sehr teuer vom Eisen her, ne? 200. Gut, zur Not sagen wir handeln einfach mal wieder ein bisschen Ressourcen hier rüber und tauschen das gegen Eisen. Zum Beispiel sagen wir nehmen Honig. Honig ist irgendwie immer geil. Da haben wir nämlich echt wohl viel von. Sagen wir von hier aus geht's dahin. Sollen sie mal machen. Wir haben da ja immer einen eingestellt. Bringen da jetzt ein bisschen Honig rüber, wenn sie das fertig haben. Können wir sagen, wir schicken vielleicht hier auch nochmal so einen Eselstall, dass wir dann nämlich sagen können, wir schicken Ressourcen von hier nach da und dann von hier, oder wir bauen beides nochmal dahin, ne? Dass wir sagen, Marktplatz, dafür brauchen wir nämlich keine Angestellten, dass wir sagen, Marktplatz und Eselstall setzen wir uns da hinten in die andere Siedlung später auch nochmal rein. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen breiter gefächert, vielleicht zu hier hin, dass wir sagen, der Anfang ist sehr dicht. Aber hier wird es halt immer ein bisschen breiter und breiter. Kommen die mit dem Fällen nicht hinterher? Das finde ich halt schon krass, ne? Die sind nur zum Fällen angestellt. Gut, die haben einen riesen Radius. Aber die kommen da nicht hinterher, ne? Die Bäume wachsen so schnell. Aber ist auch mal schön, ne? So ein bisschen grün hier dazwischen. Hat auch mal was, ne? Ist nicht alles so kahl. Auch geil. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge von Forest Village angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.